Ja, auch schon direkt im nächsten Game. Die Pause war dann doch etwas kürzer als gedacht. Genau. Cool und Sketti bleiben und spielen gegen Scorpion und Flora. Der Score wird noch einmal, genau, zurückgesetzt und es läuft. Auf jeden Fall. Oh. Ja, da kommen die 20 Minuten Schlaf auf jeden Fall ein bisschen hervor. Ich bin so, ich weiß, ich mache das immer so. Ich habe immer das Gefühl, ich performe besser mit Schlafmangel. Aber. Ja, vielleicht ist der Filter dann im Hirn nicht ganz so da. Ja, genau, genau. Weißt du, einfach so. Vielleicht manchmal ganz. Oh. Ja, das. Oh ja, okay, ja. Snack direkt draußen. Das ist eigentlich ein Match, das gucke ich sehr, sehr gerne. Ich mag einfach Flora zugucken. Ich mag irgendwie gerne Sketti zugucken. Das ist. Also überhaupt nichts hier. Heißt überhaupt nicht, dass die Leistung der von Cruel oder Scorpion jetzt hier nicht erwähnenswert werden. Gar nicht, aber ich finde einfach, Flora, sie macht einfach wirklich so richtig das Raid-Boss-Gameplay mit ihrem DDD und keine Ahnung, jetzt gerade eben in dem Game, ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen in Sketti's Snake ein bisschen verliebt. Ich mag dieses Gameplay einfach. Ja, ich wusste am Anfang nicht so ganz genau, was ich damit anfangen soll, aber inzwischen sehe ich es auch. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall ein Angle, wo man auf jeden Fall ein bisschen zurückkommen muss. I mean, Flora und Scorpion, Entschuldigung, sind halt auch einfach extremst stabile Spieler. Auch gerade eben habe ich ein Spiel gesehen, das war quasi der Kampf der Giganten, ne? Mit Splash Mage SDN gegen Flora und Scorpion halt. Oh, cool, nur noch auf einem Stock. Ja, oh mein Gott, ja. Das, ach, puh. Und Scorpion sogar noch alle drei Stocks. Das ist ein Game, ich habe das Gefühl, dass, also entweder sie lernen jetzt aus diesem Game so ein bisschen so, die holen sich so ein bisschen den Download. Oder es wird sehr schwierig für die beiden, da jetzt nochmal irgendwie ein drittes Mal zu holen. Oder so. Und jetzt können sie auch nicht mehr. Ja, also das ist so ein bisschen, das kommt so von den Games, die wir bisher hatten, so, ist das bisher die größte Zerstörung, die wir jetzt on Stream gesehen haben. Ja. Aber, ja, guck mal hier, da, guck mal, der. Okay, er hat es einfach nicht mehr so gefühlt. Den einen Stock, den wollte er sich noch wenigstens nehmen. Alles klar, ja, das ging fix. Ja, schauen wir mal, ob die zweite Runde ein bisschen spannender. Nicht mal 2 Minuten 30. Nicht mal 2 Minuten 30, das ist schon mal eine Ansage. Das ist eine Ansage. Schauen wir mal, wie es dann in der zweiten Runde aussieht, ob die sich vielleicht ein bisschen besser halten können oder vielleicht auch die Charakter wechseln. Uah. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Sketti und ich glaube, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht spielen sie einfach die falschen, das Matchup ist vielleicht auch einfach nicht so gut. Das kann auch sein, aber wir sehen einen absoluten Change. Ich glaube, diese Meinung hatten nicht nur wir. Dementsprechend Sketti switcht zu Rob und cool, Digga. Cool zu Marth. Genau, cool zu Marth. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was die beiden da gleich kochen werden. Ich kenne nicht, weil das Game langweilig ist. Ich habe einfach nicht gut geschlafen. Also beziehungsweise gar nicht, aber... Komplett in Ordnung. Oh. Ja, also... ja, okay, jetzt ist endlich mal so ein bisschen Damage auf Flora. Ansonsten, Aber auch nicht viel. Ist auch einfach schon direkt... Da ist man einfach weg. Da ist Flora einfach gnadenlos. Gibt wirklich Zero Freaks und auch einfach nur aufs Maul. Oh, jetzt hätte ich aber so gerne so einen V-Drop gesehen. Oh, mit dem Gyro schön in die Luft und nochmal Marth so auf den Kopf gespuckt damit. Richtig, richtig schön von Flora. So, das kleine Outplay und so. Das sind so die kleinen Momente für mich. Ja, die du wahrscheinlich auch wesentlich besser siehst als ich. sehr schön, dass du mich drauf hinweist. Das hilft mir auch ungemein. Du musst halt wissen, Rob sieht so lustig aus, wenn er recovert, ganz ehrlich. Rob, musst du wissen, hat so eine Downbee. Das ist einfach so ein Kreisel. Vielleicht macht cool den gleich mal. Ich habe den, glaube ich, gerade eben gesehen, so ein kleiner Kreisel. Ne? Genau, genau. Ja. Und was halt Flora gemacht hat, hat den Kreisel genommen, in die Luft geworfen. Halt nach oben direkt. Ja. Und dann ist er ganz plötzlich, weil ich denke, das hat
halt Sketty übersehen, ist dann halt einfach sehr, sehr schön da reingelaufen in den in die Zone, wo er hätte nicht reinlaufen dürfen. Ich finde das so schade, dass wir jetzt die Reaktion von Flora und Scorpion und Cool und... Ah, da sind sie wieder. Ich meine, meine Worte sind einfach wie Magie. Danke an die Regie, würde ich da eher sagen. Was? Das sieht auf jeden Fall ein bisschen enger aus als das erste Mal. Aber auf jeden Fall. Versuchen hier das Game definitiv schön auszudünnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Dinge dann ein bisschen... mal gucken, was Scorpion jetzt mit dem Gyro kochen wird. Ah ne, der ist schon lange weg. Ja, das habe ich wohl verpasst. Ja, okay. Flora geht für den wirklich asozialen DDD-Angle mit dem Forward Smash, Under Ledge vielleicht, ein Regrab, ein Two-Frame, vielleicht hittet man da ja irgendwas. Wenn es nicht klappt, juckt. DDD hat auch einfach nur noch so den Up-Tilt, den er benutzen kann. So, das ist ja auch so relativ egal, weil DDD kriegt einfach, ich möchte überhaupt nicht sagen, geschenkt. Dieser Charakter ist competitive gesehen nicht sehr gut und es ist einfach extremst cool, dass Flora da aus einem Competitive, eher weniger viable Charakteren, so ein Monster raushaut. Absolut. Aber. Aber wir sehen tatsächlich kein Kreuz. Offensichtlich gibt es gerade ein paar kleine Schwierigkeiten im Stream, die ihr wahrscheinlich seht und wir nicht. Ich glaube, es ging um andere Dinge. Maybe. Ja, das war's. Das war einfach sehr schön runtergespielt von Flora und Scorpion. Machen mehr oder weniger kurzen Prozess.